Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers of Pandora, vielmehr genauer gesagt dem Skybreaker DLC. Ich bin hier mal hingereist, wir müssen ja Rinella Bescheid sagen, dass hier die RDA zurück ist, bevor wir hier irgendwo irgendwelches Zeug machen. Da. Es ist doch ganz klar. Der Verräter ist direkt vor unserer Nase. Die Menschen halten alle zusammen. Mit den Geräten und Aufnahmen, den Signalen. Hey, hört mir zu. Wir sind nicht dumm, okay? Wir übertragen absolut gar nichts. Das ist nicht die Zeit für alte Fäden. Dein Hass auf Menschen liegt in deiner Vergangenheit begründet, Mukasa. Sie tragen keine Schuld. Nicht jetzt und nicht für deine Fehler. Trotzdem wissen wir, wer die Himmelsmenschen zu uns brachte. Wieso bist du hier? Um allen anderen die Schuld zu geben? Der Lehrte begreift es nicht, ne? Verdient er nicht dasselbe wie ich? Ich trage dieselbe Schuld. Aber ich durfte weitermachen. Das Problem liegt nicht bei einem von uns. Wir müssen uns jetzt alle auf die RDA konzentrieren. In der Tat. Es ist egal, warum sie hier sind. Unsere Reaktion darauf ist wichtig. Wir müssen die Spiele stoppen, um sie von uns abzulenken. Die Sessua werden nicht froh sein. Minang und Nessim sind unterwegs. Wenn sie auch Spuren der RDA finden, empfinden sie vielleicht ähnlich. Was geht da draußen vor sich? Die Himmelsmenschen sind da! An die Speere! Unter! Hm? Das war das jetzt? Ich kann nur rückwärts gehen. Jetzt geht er vorwärts. Die Maus geht auch nicht. Da jetzt. Ist da voll reingekracht. Nein. Was ist jetzt passiert? Ich sitze hier mit offenem Mund. Da habe ich nun gar nicht mit gerechnet. Sind die jetzt alle tot? Alle Freunde weg? Mehrere Tage später. Mukasa? Was ist passiert? Du schläfst seit Tagen. Wir dachten schon, du wachst nicht mehr auf. Was war das für ein Crash? Sind alle okay? Anufi, als ich sie das letzte Mal sah... Viele sind verletzt. Aber du hast Anufi gerettet. Deinen Sarentu-Freunden geht es auch gut. Wo? Ich muss sie sehen. Sie bauen das Lager wieder auf. Deine Freunde vom Widerstand helfen auch. Dieser Mensch, Alma, sie hat mich aus den Trümmern geborgen. Ich dachte, sie würde flüchten, aber sie blieb. Vielleicht blieb sie nur aus Schuldgefühl, wer weiß. Kann jemand, der für Tod und Hass verantwortlich ist, das wieder gut machen? Ich denke, man muss es zumindest versuchen. Daylan, bist du okay? Wo bist du? Wo ist Rinella? Du bist wach. Wir haben uns schon echt Sorgen gemacht. Ich bin am Absturzort. Versuche zu verstehen, was hier passiert ist.
Ich koche mir erstmal was. Das nimmt ja Wendung, ne? Wendungen. Was nehmen wir denn dazu? So eine Beere. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe ja zwei Plätze frei. Ich habe so viel gutes Zeug, ich nutze das alles gar nicht. Kommt überall das gleiche raus. Den nehmen wir mal von diesem Fleisch. Essenbeutel ist voll. Habe ich das zweimal gekriegt? Ich habe das zweimal gekriegt. Und ich habe auch da unten das Ding wieder voll. Geht's euch gut? Überresten des Lagers. Da unten runter. Das ist ja voll reingebracht. Was? Nein. Warum? Warum nein? Hey, hier drüben. Ach, weil die Zerstörung. Wie? War besorgt. Das ist eine Walküre. Die sind zuverlässig. Stürzen nicht ab. Nicht so. Die fallen nicht einfach vom Himmel. Daylan, wer ist verletzt? Wo? Ritnella ist okay. Sie ist bei Minang. Sotlek und Nassim sind los. Nach der RDA suchen. Die Sakru. Sie wurden getötet. Was war da los? Ich habe den Antrieb geprüft. Die Düsen. Keine mechanischen Probleme. Das ist mit Absicht darauf geflogen. Aha. Komisch. Sid funktioniert nicht. Ich kann es nicht hacken. Womöglich hat es beim Absturz was abbekommen. Vielleicht kriege ich es manuell irgendwie aktiviert. Harding will, dass das Ding schön in die Mitte fällt. Alle auf einmal kann machen. Den Rumpf mit Sprengstoff beladen? Irgendwie übertrieben, oder? Ernsthaft? Die Blauen würden es mit uns genauso machen. Ziel erfasst. Bereit für Evakuierung. Harding? Haben die Harding gesagt? Sie war das? Sie ist zurück. Sie weiß, wo wir sind. Das war geplant. Warum ist sie zurück? Warum hassen sie uns? Was haben wir getan? Das liegt nicht an uns, Daylan. Harding war immer grausam und boshaft. Erinner dich, wie sie im TAP war. Sie bestraft uns. Wir haben sie einmal besiegt. Das schaffen wir nochmal. Die Sespa werden das nicht hinnehmen. Ritnella und Minang sind bei den Sakru. Sie sollten die Wahrheit erfahren. Cool. Hey, ich verstehe das jetzt nicht. Warte mal, ich will jetzt mal reinschauen. Bin noch ein bisschen baff. Ja, das kann machen mit anderen Quests weiter. Das ist jetzt nicht schlimm, das geht dann weiter. Finde Ritnella. Da hinten. Ach, hier. Ach, das meint er, das habe ich gar nicht gesehen.
Nimm Rücksicht. Die Sessua trauern. Aber gut, dass du wach bist. Es war Harding. Sie hat die Spiele anvisiert. Die RDA, die ich sah, das waren wohl ihre Leute. Harding. Sie hat die Ebene schon mal verloren. Ihre größte Niederlage. Und wohl auch ihre größte Schande. Sie wird dieses Mal nicht aufgeben. Wir müssen bereit sein. Ja. Aber hier und jetzt brauchen uns die Gefallenen. Minang wird die Sakru nicht zurücklassen. Ihre Begräbnisrituale müssen eingehalten werden. Die Clans haben Weihrauch und Farbe vorbereitet. Trauerbänder zum Schmücken der Toten. Ich sehe nach, ob sie bereit sind. Dann ehren wir gemeinsam die Sakru. Was? Sakru-Farbbänder? In den Überresten des Lagers? Baum. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt suchen soll. Da oben, jetzt. Ach Leute. Da kommt mal irgendwann so ein Ding, die halbe... Ja, das habe ich mich ja schon oft genug beschwert. Sakru-Farbe. Von der Wanderung. Und jetzt für ein Begräbnis. Kingo-Seidenbänder. Ein großer Baum. Das ist... Ich brauche irgendwelche Seidenbänder. Ah, die brauchen wir auch. Sarentu, sehr gut, du bist wieder wach. Satne, ich bin froh, dass es dir gut geht. So wie auch dir, Maelan. Du hast Anufi gerettet. Sie ist jetzt bei den Kundschaftern. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter auf den Ebenen aus. Besiedeln sie wie ein Pilz. Hier, sie hat noch eine Schale Weihrauch hinterlassen, als Abschied für die Gefallenen. Nimmst du sie? Ich möchte an der Jagd teilhaben. Jetzt brauchen wir nur noch die Bänder. Hat hier wer ein paar Bänder? Nein, nicht den Baum untersuchen. Nein. Wir gehen mal hier weiter. Die leben noch. Zum Glück. Hier vielleicht. Da. Da auch. Mal gucken. Wir reden mal. Was möchtest du? Sachen kaufen.
So. Wandle mit Bedacht. Ich brauche Bänder. Hast du Hunger? Oh. Milch? Ich kaufe mir lieber die Zutaten. Ein voller Magen ist zufrieden. Ein voller Beutel auch. Ich weiß nicht, wo ich die Bänder kriege. Ich glaube, das können die jetzt gebrauchen. So. Wollt ihr denn gar nichts anderes haben? Nee, ne? Dann würde das jetzt hier stehen. Ich brauche Bänder. Hallo? Ich brauche ein paar Bänder. Wo finde ich die? Was sagt eigentlich die Karte? Gar nichts. Ich werde auch helfen, wo ich kann. Also hier finde ich keine Bänder. In den Resten des Lagers. Die wollen mir ja hier nur was verkaufen. Da. Euch beide habe ich ignoriert. Hier, sieh dich um. Oh, legendär. Und du? Bleib unbeugt. Kann ich weiterhelfen? Komm her, wenn du mehr brauchst. Jetzt gucken wir mal, was wir hier gekauft haben. Ja, den nehmen wir. Der geht abwärts. Den habe ich aber nicht gekauft. Habe ich den gekauft? Hier. Da. Da. Dann hatten wir hier noch was gekauft. Oh, der bringt richtig Punkte. Dann hatten wir hier noch was gekauft. Der bringt keine Punkte. Ich habe immer noch keine Kingclaw-Seidenbänder. Und da sind wir gekommen. Und ich soll die in den Überresten des Lagers finden. Die will er nicht sammeln. Das sind die beiden Händler. War ich hier vorne drin? Hier war ich drin, ne? Ja, mit denen, die wollen nicht mit mir reden? Ja, hey. Wo kriegen wir denn hier Seidenbänder her? Ja, auch nichts angezeigt, ne? Was ist das hier? Nichts. Kann ich nicht, kann ich nicht. Geht nicht. Soll man diese Bänder finden? Das andere war ja alles kein Problem. Und die hatten die nicht, ne?
habe ja geguckt. Kann ich weiterhelfen? Komm her. Hier, sieh dich um. Nee. Bleib unbeugsam. Vielleicht hier oben drauf? Dass wir vielleicht mal den Baum beklettern? Die nimmt er ja auch nicht. Sarento. Das ist nur der Baum. Hier ist noch was. Es kann keinen Frieden geben, solange die Himmelsmenschen noch atmen. Ich dachte, ich... Schön, dass es dir gut geht. Und dir auch. Wir Aranahe hatten Glück. Nevika ist bei meinem Vater in den Ebenen, um die geflohenen Sakru zurückzuholen. Ritnella meinte, du hast etwas für die Sakru, die es nicht geschafft haben. Hier ist es. Seidenbänder. Ein Geschenk der Kinglor. Ich hätte nie gedacht, dass wir sie dafür brauchen werden. So, jetzt haben wir alles. Cool. Ja, dann werde ich mal in der nächsten Folge das Ritual zu Ende bringen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das Spiel weitergeht. Boah, Dramatik pur. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.